Wir mögen Gastronomie sehr gerne, betreiben sie seit vielen Jahren, aber hier geht es darum, Gastronomie zu machen und dabei so wenig wie möglich Gastronomie zu machen. Angefangen hat das Ganze hier im dritten Stock. Es war geplant, einen kleinen Restaurantraum einzurichten als Erweiterung von Bloom, also ein Private Dining Room. Wir haben nach und nach alles in Beschlag genommen und haben den Gedanken dann gepflegt und gehegt, einen Club draus zu machen und das ganze Haus als Multiformat-Konzept zu bespielen. Dass Menschen in einem Laden waren, aber in vier Welten. Das ist das schmalste Haus Frankfurts. 400 cm breit. Das ist eine gewisse Form der Urbanität, die hier entsteht, die hier möglich ist, die sehr hochwertig ist. Seit anderthalb Jahren sind wir hier, seit anderthalb Jahren arbeiten wir an dem Konzept im laufenden Betrieb. Die Essenssituationen im Seven Swans sind grundsätzlich verschieden. Wir haben im Moment einen Menüabend hier, ein- bis zweimal die Woche. Reservieren wir 5 bis 8 Gänge-Menüs, die mal ich koche, mal der Ellen kocht. Da gab es viele Geschichten, die zu einem Namen führten. Einen sind hier draußen die Schwäne. Keiner weiß, warum die nur hier sind. Und was anderes ist, dass ein Schwan ein unglaublich tolles, stolzes Tier ist. Es verteidigt seine Familie, seine Freunde, seine Umgebung. Der Name gelesenermaßen kam von Sufjan Stevens, der ein Lied gemacht hat, das eben Seven Swans heißt. Der Refrain steht auch im Treppenhaus. Wir haben im Seven Swans Eingangsbereich einen Raum geschaffen, der Küche, Empfangsbereich, Kochnische als Apartment-User und Mini-Club gleichzeitig nutzbar ist. Heute Abend zum Beispiel ist die Küche aktiv, bereiten da 13 verschiedene Austern zu. Im zweiten Stock haben wir ein Apartment eingerichtet, das absichtlich so konzipiert ist, dass man es auch als Esswohnzimmer benutzen kann. Im dritten Stock haben wir die Möglichkeit, 18 Leute an einer Tafel zu bedienen. Der dritte Stock wird gleichzeitig auch immer wieder mittags genutzt oder tagsüber als Meeting Room, als Produktpräsentationsraum etc. Im fünften Stockwerk haben wir eine Suite eingebaut über 2 Ebenen mit so einer offenen Galeriesituation mit einem Balkon, wo man zu 5 sitzen kann, über Frankfurt gucken. Vom fünften Stock kann man ganz entspannt mit dem Aufzug runter in den Keller fahren. Die Bar ist urig, ein Gewölbe. Unser typisches Clubmitglied hat Spaß am Genießen, hat Spaß an leckeren Getränken, an tollen Gesprächen und Leute kennenzulernen, die was ganz anderes machen. Genau das ist was Schönes, ne? Da entsteht dann eine gewisse Reibung, wo Reibung ist, entsteht Wärme, das macht die Sache rund. Ich komme gerne hierher, weil ich hier einen Ort gefunden habe, in dem ich nicht abgefertigt werde, sondern weil ich Individualität ausleben kann, ausleben darf und vor allen Dingen innerhalb einer Umgebung eine gewisse Ruhe präsentiert bekomme. Also abgesehen von sehr viel Manpower und Brainpower haben wir hier rund 200.000 Euro in die Hand genommen jetzt. Ohne die Immobilie im Schnitt 3 bis 5 Tage die Woche offen. Das bedeutet auch, dass mal parallel Dinge stattfinden, was auch die Frage eines Durchschnittsbons ein bisschen schwierig darstellen lässt. Mal ist der bei 230 Euro, mal ist der bei 45. Ja. Es ist eine unglaubliche Leistung, die hier verbracht wurde, gerade auf diesem kleinen Raum, die Dinge zusammenzufügen, so dass sie funktionieren. Dafür ist ein Team nötig, das Berge hochklettern kann, die höher sind als dieses Haus hier. Und das haben wir und da sind wir unglaublich stolz drauf. Vor allen Dingen an erster Stelle Alan Ogden als zweiter Geschäftsführer. Was die Zukunft bringt, wie es dann aussieht ab nächstes Jahr, eine weitere Fläche mit Apartments, die wir vermieten werden, demnächst auch eine mobile Lösung und wir denken auch noch über diverse andere Dinge nach, aber da mache ich mir keine Sorgen, an Ideen fehlt es erstmal nicht.